Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ein Nazi, ein Geschiedener, du darfst ja noch nicht mal eine richtige Kommunion zu dir nehmen. Aber sag mal, du bist doch selber eine Geschiedene, du alte Betschwester. Ja, ja, aber eine Unschuldige, ich darf meine Kommunion aufhören. Ja, weil du so ein krankes Geschlecht da auf deinem Bauch hast, das eben höchstens ein Stück Leberkäse hineingehen tut. Und jetzt, jetzt stürmt plötzlich ein ganz feiner Herr herein in das Fest. Und erzählt ganz erschreckt den vergnügten Menschen, dass der Abort verstopft ist. Frau, oh Gott, der Abort ist ja völlig verstopft. Dass die Testen alle dazu gehört, dass das alle Aborte verstopft sind. Gnädige Frau, um Gottes Willen, alle Aborte völlig verstopft. Ja, die Menschen, die lassen die Mariechen hochleben. Hoch rufen die Menschen. Er macht der Grete auf der Stelle einen rechtmäßigen Heiratsantrag, Marike. Pack die Erna und den Wattila am Genick und haut die Köpfe so lang zusammen, bis das Blut spritzt und die Seelen auswandern.